In diesem Video testen wir für euch das neue Tamron 70 bis 300 mm. Ja, gibt es für DSLR-Kameras jetzt die neue Variante für spiegellose Systemkameras, in dem Fall für den Sony E-Mount. Schauen wir doch mal, was das Objektiv so kann und ob es endlich ein gutes, günstiges Telezoom damit für den E-Mount gibt. Wie immer zum Start der Punkt Design und Verarbeitung des Tamron 70 bis 300 mm DI3 RXD. So heißt es mit vollem Namen. Ihr seht hier auf der Hinterseite schon Metallbajonett und mit einer kleinen Gummidichtung dran. Das ganze Objektiv übrigens staub- und spritzwasserfest designt. Da gab es so gesehen also keine Einsparung. Der Rest des Objektivs, wie bei quasi allen anderen aktuellen Tamron-Objektiven für den Sony E-Mount, aber aus Kunststoff gefertigt, mit einer sehr großen Gummierung hier zu sehen für den Fokusring, für den Zoomring. Und hier unten habt ihr dann noch euren kleinen manuellen Fokusring. Schalter gibt es leider nicht, also weder irgendwie Autofokus, manuell Fokus oder ähnliche Geschichten, Fokuslimiter. Darauf müsst ihr wieder einmal verzichten. Sonst auf der Vorderseite noch zu sehen euer Filtergewinde mit 67 mm. Da hat sich soweit also auch nichts geändert, also zu allen anderen E-Mount-Objektiven von Tamron. Und im Standardlieferumfang mit dabei, das ist noch eine Streulichtblende. Jetzt aber natürlich zur Bildqualität des 70 bis 300 mm. Fangen wir erstmal an beim kurzen Ende, also bei 70 mm. Ist jetzt nicht die absolute Stärke des Objektivs, allerdings jetzt auch nicht wirklich schlecht. Das heißt, ein Bildzentrum schon bei Offenblende ein durchaus solides Ergebnis. Zum Bildrand ändert sich gar nicht so viel. Ich fand auch, Abblenden bringt nicht allzu viel noch dazu. Das Einzige, das sich beim Abblenden wirklich deutlich reduziert, das ist tatsächlich die Vignettierung, also die Randabschattung, die ihr sehen könnt. Aber sonst chromatische Aberrationen quasi perfekt rauskorrigiert. Verzeichnung, ja, fast nicht vorhanden oder eher nicht vorhanden. Also 70 mm in Sachen Bildschärfe ginge vielleicht noch ein bisschen mehr Mikrokontrast, aber vollkommen in Ordnung. Richtig gut wird es tatsächlich so in der Mitte, ich sage jetzt mal so 135 mm plus minus ein bisschen, abseits der Ränder von der Brennweite. Schon bei Offenblende wirklich top, egal ob in der Bildmitte oder am Bildrand, ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Am Bildrand kannst du auch durchaus mit Festbrennweiten mithalten. Also da sieht es wirklich gut aus. Auch hier chromatische Aberrationen quasi perfekt rauskorrigiert. Minimale Verzeichnung, Vignettierung deutlich geringer als bei 70 mm, also wirklich top, so wenn ihr im mittleren Brennweitenbereich arbeitet. Zu 300 mm hin, also dann wirklich im absoluten Teleende fotografiert, nimmt es wieder von der Bildschärfe ein bisschen ab. Im Bildzentrum ist es noch ganz okay, zum Bildrand, finde ich, verliert es einfach ein bisschen an Kontrast. Auch da bringt jetzt Abblenden nicht mehr so super viel dazu. Und auch chromatische Aberration ist das erste Mal wirklich zu sehen. Lässt sich natürlich später in RAW-Konvertern vergleichsweise einfach rauskorrigieren. Ihr habt ein bisschen Verzeichnung drin. Vignettierung ist eigentlich auch in Ordnung. Also ihr seht schon, das Highlight tatsächlich ist wirklich so im mittleren Brennweitenbereich. An den Rändern nimmt es dann wieder ein bisschen ab. Aber insgesamt ist es eine durchaus solide Leistung, die ihr mit dem 70-300er bekommt. Was ich ein bisschen schade finde, eine Stärke, die Tamron bisher bei wirklich sehr vielen seiner E-Mount-Objektive hatte, dass man auch mal nah rangehen kann. Das habt ihr hier leider nicht. So 1 zu 5 ist in etwa der Abbildungsmaßstab, den ihr maximal rausbekommt. Und das ist so für Blüten und Co. fotografieren schon ein Tick zu weit weg. Da wäre so 1 zu 3 in dem Bereich immer noch ganz nett, wenn man das schaffen könnte, oder 1 zu 4. Aber 1 zu 5 ist dann wirklich schon, ja, vergleichsweise weit weg. Also da kann man jetzt nicht so viel machen. Es reicht für so ein bisschen Pseudoporträt, würde ich es nennen. Aber wirklich viel mehr könnt ihr mit dem 70-300 da nicht unternehmen. Dennoch, wie gesagt, an und für sich eine durchaus solide Bildqualität, die ihr rausbekommt. Ihr seht schon, wir testen natürlich auch noch mal den Autofokus des 70 bis 300 mm. In dem Fall gefilmt an der neuen Sony Alpha 7S der dritten Generation. Das heißt mit Gesichtstracking, mit Augentracking und so weiter und so fort. Und damit ihr einfach mal sehen könnt, ihr könnt mit dem Objektiv auch filmen, wenn ihr denn wollt. Aber natürlich sind jetzt 70 bis 300 mm nicht die ganz klassische Filmerbrennweite. Aber ihr seht, es geht, es kann weich nachführen, alles schick.
zum Fotografieren. Es kommt nicht an den Duallinearmotor des 70 bis 180 mm ran. Das war da wirklich so bei Tamron, ihr drückt drauf und es ist de facto im gleichen Moment umfokussiert. Da gab es keine richtige Wartezeit. Hier beim 70-300 mm wieder der klassische Autofokus, der auch aus den anderen Tamron-Objektiven bekannt ist, ob von den anderen Zooms, zum Beispiel vom 17 bis 28, 28-75er. Die haben ja alle sehr ähnliche Technologie. Das heißt, es kann sein, dass es mal so eine Drittelsekunde, maximal eine halbe Sekunde Zeit braucht zum Suchen, bis der Autofokus sich dann richtig eingestellt hat. Aber an und für sich vollkommen in Ordnung. Und es ist ja eher ein auf Preis-Leistung getrimmtes Objektiv als jetzt ein richtiges High-End-Objektiv wie das 70 bis 180 mm. Und dafür finde ich es vollkommen in Ordnung. Das Einzige, das mich dann tatsächlich ein bisschen stören könnte, je nachdem, welche Kamera ich dahinter habe, das ist der fehlende Bildstabilisator im Objektiv. Nicht falsch verstehen, wenn ihr wie jetzt eine Sony Alpha 7 S3 habt, eine normale Alpha 7 III, Alpha 7 R3, 4, Alpha 9, gar kein Problem. Die haben ja ein stabilisiertes Kameragehäuse. Damit kann man auch so problemlos arbeiten. Hat mich jetzt dementsprechend im Test gar nicht gestört. Eine Alpha 7 der ersten Generation oder auch Alpha 7 R der ersten Generation, Alpha 6100, 6400, was gerade auch so beliebt ist im APS-C-Bereich, die haben ja alle keine integrierte Stabilisierung im Kameragehäuse. Und das könnte dann doch schon ein kleiner Nachteil sein. Und da hat dann Sony wiederum mit Bildstabilisator ein bisschen mehr im Angebot. Leider nicht wirklich günstig. Wenn ihr ein Video sehen wollt zum 70 bis 350 mm, schaut doch mal jetzt in die Infocard rein. Und damit würde ich sagen, ab ins Fazit. Mein Fazit zum 70 bis 300 mm von Tamron. Was ich wirklich schön finde, dass es endlich eine günstige Alternative zu den Sony-Objektiven gibt. Wobei man sagen muss, dass das Sony 70 bis 300 mm gar nicht mal so übertrieben teuer ist, wenn man es mit anderen Sony-Objektiven vergleicht, gerade für APS-C. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Das Sony aus der G-Serie mit Bildstabilisator, muss man der Fans halber dazu sagen, kostet so 1.100 Euro normalerweise, wenn es wie jetzt gerade ein Cashback gibt, 1.000 Euro oder manchmal auch ein bisschen drunter. Das zum regulären Preis. Das Tamron ist zum Zeitpunkt der Videoaufnahme noch nicht verfügbar, hatte eine UVP von ursprünglich mal 899 Euro, ist aber jetzt schon bei 699 angekommen, also sagen wir mal 700 Euro und damit also so 300 bis 400 Euro schon mal günstiger als das Sony aus der G-Serie. Ist immerhin wetterfest, ja, ein guter, wenn auch nicht sehr guter Autofokus. Die einzig große Kritik tatsächlich ist, dass ein Bildstabilisator fehlt. Das ist jetzt für eine Sony Alpha 7 III überhaupt kein Problem. Oder für eine Sony Alpha 6500. Wenn ihr es jetzt aber zum Beispiel mit einer Sony Alpha 6100, 6400 nutzen wollt, wäre das schon eine ziemliche Einschränkung. Und das ist so, wie gesagt, für mich auch mit der größte Kritikpunkt am Objektiv. Sonst für 699 Euro aktuell, und ich tippe mal, da gehen sogar noch um die 100 Euro mittelfristig, könnte das auch noch mal runtergehen. Es ist wirklich ein tolles Preis-Leistungspaket und man kann es eben auch an APS-C-Kameras nutzen. Ich finde es einfach sehr spannend, Gegenlichtblenden mit bei und so weiter und so fort. Was haltet ihr von dem Tamron? Schreibt doch mal gerne eure Meinung zum Objektiv unten in die Kommentare hinein.